Guten Abend. Wir legen los. Wir sind Pico und Blinri und wir nehmen euch heute Abend mit auf eine Reise durch das Fediversum, auf unsere Fedi Voyage. Die Geschichte begann 2022, Ende 2022, als Chris einen Vortrag hielt über wie das Fediverse funktioniert. Ja, das Fediverse ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen sozialen Netzwerken und Diensten, die irgendwie alle miteinander sprechen können. Und dieser Vortrag behandelte, wie das funktioniert aus technischer Sicht. Das hier ist so das bekannteste Logo des Fediversums. Und wenn man sich da eine Grafik raussucht, woraus das so besteht, seht ihr hier das in der Darstellung eines Baums. Ne? Da unten ist wieder dieses bunte Logo und aus dem entspringen jetzt so verschiedene Dienste, die dort Teil von sind. Und das Besondere ist, dass die halt alle miteinander kommunizieren können. Ihr seht da unten unter dem Baum in der Erde quasi, da ist das Logo von ActivityPub. Das ist das Protokoll, auf dem diese Dienste basieren. Und solange die Dienste das implementieren, ne, ist so die Idee zumindest, dass egal in welchem dieser sozialen Netzwerke man sich bewegt, dass man sich mit anderen Leuten in anderen Diensten austauschen kann. Und irgendwie hatten wir beide einfach Lust, da ein bisschen was von auszuprobieren. Also euch erwartet heute kein technischer Vortrag, sondern eher ein Vortrag aus UserInnen-Perspektive, wo wir uns so eine Handvoll oder ein Dutzend von diesen Diensten einfach mal genommen haben und uns Accounts gemacht und geguckt, was uns da so erwartet. Und da nehmen wir euch jetzt mit. Den Namen, den wir uns ausgedacht haben für das Projekt, ist Fedi Voyage. Und ich habe vorbereitet unsere Reiseroute für heute Abend. Also zu Hause fühlen wir uns ein bisschen auf Mastodon, ganz oben links. Und dann, genau, führte uns dieser Trip durch verschiedene andere Netzwerke, die wir euch heute zeigen werden. Manche vielleicht sagen euch was, manche nicht. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt so eine Reise planen, dann brauchen wir halt auch irgendwie eine Navigationshilfe, wo wir überhaupt hin können. Ja, und ein Tool, was wir dabei viel benutzt haben, nennt sich der Fediverse Observer. Das ist, kann ich total empfehlen, wenn ihr da mal hingeht, gibt es oben so einen Dropdown, wo ihr auswählen könnt, okay, was gibt es überhaupt alles an Software im Fediversum? Und dann könnt ihr danach filtern und dann kriegt man eine große Tabelle quasi je nach Dienst, was es da so für Server gibt. Inklusive wie viele User da drauf sind, wie viele aktiv sind in letzter Zeit, was die Uptime des Dienstes ist zum Beispiel. Und auch so ein bisschen versuchen sie das in Länder zu mappen, auch wenn das unserer Erfahrung nach nicht super zuverlässig funktioniert hat. Und vor allem auch ganz wichtig, wenn ihr das ausprobieren wollt, ob der Server überhaupt zulässt, dass man sich da registrieren kann. Und das war meistens unsere Technik, wie wir uns dann irgendeinen Server ausgesucht haben, um da mal zu gucken, wie das funktioniert. Es gibt noch ein neueres Projekt, das ist die FediDB, die sowas Ähnliches tut und noch so ein bisschen mehr globale Statistiken hat. Das ist auch ganz interessant. Da seht ihr dieses Pie-Chart unten zum Beispiel, wie sich alle User des Fediversums auf die Services verteilen. Und da ist halt Mastodon schon ganz schön in der Überzahl. Und da kommen so ein paar kleinere Dienste, werden wir euch gleich einige von zeigen. Und dann noch eine ganz große Sektion eigentlich von Other, irgendwie 15% oder sowas. Das heißt, da seht ihr, dass das sehr, sehr divers aufgebaut ist und aus sehr vielen kleinen Dingen besteht, die zusammenarbeiten. Genau, und Pico fängt jetzt an, von unserer Ausgangsbasis noch etwas zu erzählen. Test, Test. Ah, okay, dann nochmal für den Stream. Die allermeisten hier sind auf Mastodon. Die meisten werden Mastodon oder noch mehr werden so ein bisschen gehört haben, was das so ist. Microblogging, das heißt, das sind kurze Nachrichten, es sind irgendwie schnelle, kurze Gespräche, so Aphorismen, viele Links. Und da ihr das größtenteils kennt, will ich nur eine kleine, sehr nützliche Sache euch einmal vorstellen, damit auch ihr ein bisschen was von dem Mastodon mitnehmen könnt, nämlich die Suchfunktion.
Mit der Suchfunktion könnt ihr nicht nur nach Profilen und Hashtags oder vielleicht auch einzelnen Begriffen suchen, sondern ihr könnt auch sagen, okay, gib mir mal nur Posts von mir. Das seht ihr da links oben. Über meiner Message Compose Box seht ihr From Me. Das heißt, das sind nur Nachrichten von mir und nach dem Datum und vor dem anderen Datum. Ich habe euch hier ein paar von dieser Suchsyntax aufgeschrieben. Interessant davon ist besonders in Library. Das sind die Sachen, mit denen ihr bereits irgendwann mal interagiert habt. Das heißt, zum Beispiel gefafft oder sowas. Finde ich super praktisch. Inzwischen suche ich vor allem damit. Und wenn ihr da noch mehr von dieser Suchsyntax haben wollt, dann findet ihr das auf diesem Link. Und jetzt übergebe ich wieder an Blinri und PeerTube. Dieses In-Library habe ich übrigens von dir gelernt. Also ja, extrem praktisches Suchfilter. PeerTube, ja. Wer von euch hat schon mal PeerTube benutzt? Bin neugierig. Naja, da gehen so vielleicht ein Dutzend Hände hoch. Das ist immerhin die Hälfte unserer Audience ungefähr. Wir haben ein bisschen überlegt beim Vortrag machen, ob wir immer so die Software nennen sollen, die die Software imitiert oder eine Alternative dazu darstellt. Bei PeerTube ist es sehr offensichtlich eine Alternative zu YouTube. Und vor allem finde ich hervorhebenswert an der Software dieses cute Logo. Das ist gebaut von Framasoft, einer französischen Non-Profit, die werdet ihr auch später nochmal wiederfinden. Und genau, wir haben uns einen Server ausgesucht von einer Person, die ganz viel so Text-Streaming macht und Cat-Content zwischendurch, Diode.zone, und uns da registriert und mal dann einfach die Features ausprobiert. Und haben uns da sehr schnell eigentlich wohl gefühlt. Und das war irgendwie eine übersichtliche Erfahrung. Genau, hier habe ich nochmal das Logo. Und genau, ein Channel auf PeerTube sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist irgendwie ein Kanal, der sammelt Public Domain Content aus dem Fernsehen quasi, aus den 80ern. So sieht es aus, wenn man von PeerTube aus die Seite anguckt. Und es ist das Tolle, dadurch, dass es föderiert mit anderen ActivityPub-Diensten, kann man es auch von anderen Netzwerken angucken. Ja, wenn man zum Beispiel aus Richtung von Mastodon auf diesen Kanal guckt, sieht es halt so aus. Das ist dann auch ein Account und dieser Account boostet dann die Posts von der Person, der Kanal gehört. Und dann hat man quasi ne, so einen Post mit dem Video eingebettet und einen Link darauf. Das heißt, genau, auch aus Perspektive von Mastodon kann man so einem Kanal folgen und dann die Videos mitkriegen, was einfach super cool ist, dass das geht. Wir haben, wie gesagt, uns einen Server ausgesucht und uns ist dabei aufgefallen, dass einige der großen Instanzen von PeerTube echt fragwürdig sind. Also das sind halt so Leute teilweise, die auf YouTube nicht erlaubt sind. Und da könnt ihr euch jetzt verschiedene Dinge vorstellen, was auf YouTube alles nicht erlaubt sein kann. Viel Verschwörungstheorie-Kram und irgendwie noch viel schlimmere Dinge, auf die wir gar nicht verlinken wollen. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man diese Liste anguckt. Ich bin froh, dass wir da auf einem Server gelandet sind, der irgendwie vernünftige Serverregeln hatte für den Content, was da akzeptabel ist und was nicht. Interessant fand ich, dass wenn man sich da einen Account erstellt, kann man die Videos, die man hochlädt, unterteilen in verschiedene Channels. Und Pico hat das dann später auch ausprobiert irgendwie für den Python-Kurs, den das macht, und halt pro Python-Kurs einen eigenen Kanal angelegt quasi. Und das ist dann ganz praktisch, da Dinge übersichtlich drin zu behalten. Können Leute entscheiden, was sie interessiert und was nicht. Das ist auch eine Unterscheidung, die euch immer mal wieder bei verschiedenen Fediverse-Plattformen oder Softwares auffallen wird, dass es so eine Unterscheidung zwischen User und den Kanälen gibt, was es auf Mastodon eigentlich gar nicht gibt. Was wir auch festgestellt haben, ist, wenn man ein Video dann abspielt tatsächlich im Streaming-Interface, ist eingeblendet, wie viele Peers das gerade abspielen. Und alle, die da Content übertragen, sind dann über das BitTorrent-Protokoll miteinander vernetzt. Das heißt, es gibt so eine Peer-to-Peer-Weitergabe des Contents. Das fanden wir cool, dass das geht. Und wir fanden auch cool, dass man das abstellen kann, wenn man das nicht will. Also gibt da einigermaßen viele Einstellungsmöglichkeiten, die man hat, auch als Person, die das benutzt im Interface. Und ein Feature, das wir dann auch entdeckt haben, ist, man kann Livestreams darüber machen.
haben wir auch ausprobiert. Wir haben ein OBS-Setup gestartet, auf das wir sehr stolz sind, mit so zwei Kameras und so. Und haben uns dann quasi vor einen Laptop gesetzt und quasi die nächste Software in der Reiseroute schon mal ausprobiert und quasi so einen Livestream gemacht, wie wir darauf die Features entdecken. Das war auch super einfach einzurichten. Das hat irgendwie auf Anhieb sehr gut funktioniert. Hat Spaß gemacht. Das wurde dann nach einer halben Stunde allerdings unterbrochen, der Stream, weil der Server, auf dem die Instanz läuft, runtergefahren werden musste, weil irgendwie in der Stadt, in dem der Server stand, ein Unwetter war. Insofern lustiges Ende für den Stream, dass wir einfach weg waren. Wir haben das dann in der Beschreibung erklärt. Ja, aber die halbe Stunde hatten wir sehr viel Spaß. Und ich habe neulich einem Freund erzählt von PeerTube und dass es das gibt. Und die Person fragte mich dann, wie kann denn jemand dafür bezahlen quasi, also ne, wie bezahlen die für die Serverkosten, diesen ganzen Videocontent zu hosten? Und ich musste dann feststellen beim Vorbereiten der Präsentation, da war dieser Hinweis mittlerweile auf Diode Zone, dass man bitte auf einen anderen Server umziehen soll, weil die Person die Serverkosten nicht mehr tragen kann. Das heißt, die Antwort ist, manche können es halt auch nicht. Und das ist dann so ein bisschen vielleicht der Bottleneck für eine so datenintensive Plattform, wie es Videostreaming ist. Genau, Fazit. Wir haben immer so eine Folie jetzt vorbereitet irgendwie, wie gut es föderiert quasi und wie usable wir es fanden. Das ist eine höchst subjektive Sicht von uns einfach. Also genau, Developer, die Zuschauer, nehmen uns das nicht übel. Das war jetzt so unsere, wir haben uns das ein paar Stunden angeguckt, Sicht darauf. Aber im Fall von PeerTube hat das wirklich gut funktioniert, beides. Genau, 5 von 5 Föderationssternen. Genau, ihr seht, dass sich Pico im Laufe der Zeit noch mehrere PeerTube-Domains oder Accounts gemacht hat. Was war der Grund, weshalb du noch umgezogen bist? Weil eben da kein, also weil auf Diode Zone gesagt wurde, hey, sucht euch einen anderen Server. Dann habe ich mir einen anderen Server gesucht. Dann hatte der leider immer mal wieder Downtimes. Und wenn man seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, Programmierlehrvideos auf PeerTube zu veröffentlichen, wird es irgendwie problematisch, wenn die Downtimes sind, und dann habe ich mir einen anderen Server gesucht, der laut Fediverse Observer, also der Webseite, die ganz am Anfang genannt wurde, weniger Downtime hat. Damit übergebe ich dann auch an dich für die nächste Software. Was ist denn das? Pixelfed. Wer von euch hat schon mal Pixelfed benutzt? Wer von euch hat schon mal von Pixelfed gehört? Wer von euch hört hört das Wort Pixelfed gerade zum ersten Mal? Wow, okay, cool. Dann lernt ihr jetzt was. Das ist sehr schön. Also Pixelfed soll Instagram imitieren oder ersetzen. Das heißt, es geht um Bilder. Mich hat Pixelfed relativ glücklich gemacht, obwohl ich schlecht sehe und absolut kein Fotomensch bin, weil es einen super einfachen Sign-up hatte und ein schön einfaches Interface, mit dem man viel machen konnte. Und es hat auch ganz schön gut föderiert. Das heißt, wenn wir einen Post von Pixelfed gesandt haben, dann konnten wir von Mastodon darauf reagieren. Das ist genau das, was da jetzt gerade passiert ist. Das Pixelfed Blinry hat ein Bild gemacht und auf Pixelfed hochgeladen und Mastodon Kiki hat drauf reagiert mit einem anderen Bild. Das heißt, das ist wirklich eine Interaktion zwischen Mastodon und Pixelfed gewesen. Das war damals vor, ich glaube, 1,5 Jahren, hat das nicht gut funktioniert. Man hat den Text von Kiki gesehen auf Pixelfed, aber das Bild nicht. Inzwischen geht das. Inzwischen kann man auch von Mastodon auf Pixelfed-Posts mit Bildern reagieren und das sieht man dann alles und dann kann man viel Spaß haben. Auf Pixelfed selber sieht man sehr viele Posts von Mastodon. Das heißt, da merkt man richtig, es gibt halt einfach viel mehr Leute, die irgendwas Mastodon machen und da halt Bilder dranhängen und dann sieht man eben sehr viele Mastodon-Posts als Pixelfed-Posts. Interessant an den Pixelfed-Posts im Vergleich zu Mastodon ist, dass man ganz viele Kriterien da einstellen kann. Zum Beispiel kann man People taggen. Das geht natürlich auch nur mit Pixelfed-Accounts. Das heißt, ich kann da jetzt bei Tag People nicht auswählen, dass ich irgendwen von Mastodon tagge. Eine weitere interessante Einstellung ist das Turn-off-Commenting. Das heißt, man kann sagen, ich will einfach keine Kommentare auf diesem Post haben. Das kann man so wollen und dann sieht man keine Kommentare. Das Problem ist, dass man trotzdem zum Beispiel von Mastodon auf diese Kommentare noch antworten kann. Und dann kann man praktisch auf Mastodon über diesen Pixelfed-Post mit seinen Mastodon-Buddies drüber lästern und
reden. Und die auf Pixelfeed sieht man, soweit ich das erkennen kann, zwar, dass da Antworten existieren, kann aber dann die Antworten nicht sehen. Also das ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber eigentlich eine coole Idee und wäre eigentlich cool, das ja, so zu haben. Allgemein fand ich oder fanden wir Pixelfeed ganz cool. Oh ja, bevor das Fazit kommt, es gibt auch noch eine eigene App, die ist auch ganz neu mit Push-Notifications, ich glaube zumindest auf iOS. Pixelfeed funktioniert aber auch auf der Android-App FediLab ganz gut. Ja, gut, und ihr habt wahrscheinlich jetzt auch schon unsere Sternzahl gesehen, Federation 4 von 5, weil hat eigentlich gut funktioniert, aber das mit den Comments und Tag People, das ist halt wirklich, das ist halt einfach ein Pixelfeed-Dings und war super verwendbar. Und damit gebe ich weiter an Lenri. Wer von euch hat schon mal Akoma benutzt? Da sehe ich 2, 3 Hände ungefähr. Und wer hat von Akoma gehört? Das ist vielleicht das 3- oder 4-fache. Okay. Akoma ist im Grunde ein bisschen ähnlich wie Mastodon auch dazu da, dass man irgendwie kurz Nachrichten schreiben kann. Aber ihr seht schon am Interface, das ist viel, viel, viel mehr customisierbar. Also ich habe da aufgemacht irgendwie so die Settings für das Theme. Da kann man extrem viele Sachen umstellen. Es gibt ein langes Dropdown mit ungefähr 40 verschiedenen Themes, die man auswählen kann und alles kann man dann nochmal feintunen. Das heißt, es ist gleich eine ganz andere Ästhetik, in die man da reinläuft. Und außerdem gehört Akoma so zu einem Teil des Fediversums, die noch ein bisschen mehr Features mitbringen, als wir es von Mastodon kannten zumindest. Zum Beispiel Emoji-Reactions. Hier ist ein Beispiel, wo man mit verschiedenen Emojis, auch Custom-Emojis, auf einen Post reagieren kann. Und der Post beschreibt das auch inhaltlich ganz schön. Das, ne? Vom Fediverse aus kann man so mit der vollen Bandbreite der menschlichen Gefühle, wie ihr sie da seht, irgendwie auf Sachen reagieren. Und auf Mastodon wird es dann runtergedampft zu einem Stern, den man sieht davon. Das ist das, was da übrig bleibt. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich finde, nachdem man das mal gesehen hat, will man eigentlich nicht wieder zurück zu den Sternen. Naja. Es gibt dann auch teilweise, also das treibt teilweise Blüten, die uns dann klar wurden. Es hat jemand in der Software, also in dem GitHub-Repo zu einem Emoji-Picker-Widget, das dort benutzt wurde, hat jemand ein Issue aufgemacht, das begann mit den Worten: I'm on a Fedi instance with 19,000 custom emojis. Und da ging es um major performance issues, die das mit sich brachte. Und das war dann so der Use Case, der da vorgestellt wurde. Und also die Person, die das maintained hat, da super drauf reagiert, meinte, ja, es ist valide und hat das irgendwie gefixt und jetzt ist es schneller. Noch eine neues Feature, das Akoma und die Softwares in der Umgebung mitbringen, ist eine Erweiterung des ActivityPub-Protokolls um eine wichtige Eigenschaft, nämlich isCat. Da wird beschrieben in der Dokumentation, das kann man dann benutzen, wenn der Actor, auf dem es ist, sich in irgendeiner Weise als Katze identifiziert. Und ihr werdet mir zustimmen, dass das eine wichtige Sache ist. Ich sehe mindestens eine Person im Publikum mit Katzenohren. Insofern also absolut, absolut gute Erweiterung. Da winken noch mehr Leute mit Katzenohren. Hervorragend. Also dieses Feature gibt es. Das wird auf Akoma auch unterstützt. Ne? Wenn man dann ein Profil anguckt, werden da echt schöne Katzenohren drüber gerendert. Wenn man mit der Maus drüber fährt, wiggeln die so ein bisschen. Total cute. Gibt es auf Mastodon jetzt auch nicht. Und manche hat das so genervt, dass sie auch da wiederum einen Issue aufgemacht haben, dass Mastodon bitte CatEar supporten soll. Wurde auch so erklärt irgendwie. In diesen Software gäbe es das ja und das wäre ein wichtiges Ding. Und Mastodon möge das doch bitte umsetzen. Das wurde am gleichen Tag leider noch abgewimmelt irgendwie vom Core-Developer. Das würde er nicht einsehen irgendwie, dass man allerlei dieser Features in Mastodon reincreept. Naja, muss man halt andere Software benutzen. Hier seht ihr noch das Interface, das man kriegt, wenn man einen Post schreibt. Und da habe ich jetzt mal unten in dem Content, da gibt es so einen Dropdown mit verschiedenen Modi für die Markup-Language quasi. Da kann man Plaintext reinschreiben, man kann HTML reinschreiben und man kann das, was da als MFM abgekürzt ist, Miskey-Flavored Markdown reinschreiben. Das unterstützt dann so Spezialtags wie Bounce zum Beispiel, was den Text animiert und hoch und runter springen lässt.
Man kann das Ganze wickeln in Blur, was es dann noch ausblurrt, wenn man nicht mit der Maus drüber fährt. Da gibt es auch noch bestimmt ein Dutzend weitere. Hier ist zum Beispiel noch Twitch oben dargestellt und man kann sogar den Twitch-Speed noch einstellen. Oder die Font in Rainbow Colors oder dass ein Emoji sparkelt oder so. Und das ist alles Teil dieses MISCII Flavored Markdowns. MISCII ist so eine andere Software aus diesem Bereich des Fediversums, würde ich sagen. Kommt ursprünglich aus Japan. Das ist die Startseite mit dem Maskottchen. Und generell in diesem Bereich, das ist jetzt so eine Kategorie von Software, die ganz oft irgendwie geforkt wird, haben wir festgestellt. Wo Leute irgendwie einfach Neuentwicklungen drin haben wollen und nehmen sie eine Software und bauen sie ein und dann ist es eine andere Software. Akuma zum Beispiel ist auch selber ein Fork von einer Software namens Pleroma, die wir nicht ausprobiert haben auf unserer Reise. Oder es gibt CalcKey zum Beispiel, das ist ein Fork von MISCII, was ihr gerade gesehen habt. Teilweise geht es auch einige Ketten weiter, also es gibt Ice Shrimp, das ist ein Fork von Firefish, was wiederum ein Fork von MISCII ist. Und wir haben gefunden eine extrem hilfreiche Grafik, wenn man da die Übersicht verliert, nämlich so eine Art, naja, so eine Versionsgeschichte oder Stammbaum der verschiedenen Softwares. Da seht ihr, ne, MISCII kommt irgendwie 2018 dazu, dann gibt es 4 Jahre lang Peace in the MISCII-Verse und dann fangen diese ganzen Forks an. Ja, das ist hilfreich, um auf die Reihe zu kriegen, was da passiert. Aber ich würde sagen, alle diese Softwares sind untereinander relativ kompatibel und können dann diese Features wie Emoji-Reaktionen und Katzenohren. Damit übergebe ich an Pico zum Thema Akuma. Moment, das ist dein Fazit. Das war mein Fazit, das ist gar nicht die nächste Software. Ihr seht da unsere Accounts, die wir uns gemacht haben. Genau, föderiert hat das prima und ich glaube, Usability haben wir einen Punkt abgezogen, weil wir uns ein bisschen überfordert fühlten von den ganzen Features, die es da gibt. Mhm. Das ist eigentlich alles. Du erzählst was zu Bookworm. Genau, Bookworm hier. Da wieder die übliche Frage, wer von euch hat schon mal Bookworm verwendet? Okay, das ist gar niemand, oder? Krass. Wer von euch hat schon mal von Bookworm gehört? Wer von euch hat noch nie von Bookworm gehört? Okay. Wer von euch vermutet, dass es da irgendwas mit Büchern ist? Sehr gut. Also, da geht es darum, kollaboratives Lesetracking. Also man kann eigene Bücher, die man halt gerade lesen will, anlegen und dann kriegen andere mit, was man so gerade liest und wie man das so findet. Ihr seht hier bei dem Interface ein Buch, das ich gelesen habe, dass ich dem 3 Sterne gegeben habe und dass ich das reviewen kann, dass ich das kommentieren kann, dass ich da Quotes rausholen kann. Das sind so die, so ein paar Sachen von Bookworm. Ich habe ein K-Wert zu Bookworm, nämlich, dass das 1,5 Jahre her ist, dass wir das uns genau angeschaut haben. Das heißt, viele Sachen könnten jetzt anders sein. Zum Beispiel eine eigentlich sehr praktische Idee, dass man einen ISBN-Barcode-Scanning-Feature hat. Das heißt, man hält einfach sein Buch vor seine Laptop-Kamera und kann dann das einfach direkt eintragen lassen. Das hat aber damals nicht funktioniert. Deshalb ist so, coole Idee. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das haben wir leider nicht mehr ausprobiert. Was gut funktioniert hat, war, dass es durch das doch recht spezielle Interface ein Tutorial gibt, wo man dann wirklich durch alle Sachen durchgeführt hat, wird. Und das ist ganz cool, weil man dann wirklich sieht, okay, das ist also alles, was wir da verwenden können, was man da machen kann. Zum Beispiel kann man sich Leseziele setzen für 2024 ist es hier, dass man irgendwie 12 Bücher lesen will. Oder auch, dass man verschiedene Bookshelves hat, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier das To-Read-Bookshelf und nehme da ein Buch raus und tut das in Currently Reading rein. Und diese Verschiebung führt dazu, dass man einen Post absetzt, der von Mastodon aus so aussieht. Das heißt, ihr teilt automatisch euren Followern mit, was ihr so lest oder was ihr euch so vornehmt zu lesen. Das ist ganz lustig für Accountability. Bookworm hat sich aber trotzdem nicht so sehr angefühlt wie ein Teil des Fediverse. Erstens, weil es sehr langsame Föderation hatte. Es sind zwar Nachrichten möglich und Folgen boosten Farben und so, aber
das war ein bisschen zäh. Genau, ist halt nicht so sozial. Es will aber auch das gar nicht sein. Es will kein Fenster ins Fediverse sein, sondern es ist halt eine Sache, von der man praktisch von außen reinschauen kann. Deshalb Federation 2 von 5, Usability 3 von 5, weil es da eben noch ganz viele Bugs gab. Aber ja, hat Spaß gemacht. Und damit gebe ich weiter an Funkwhale. Ich glaube, im Fall von Bookworm hatten wir auch vielleicht einfach Pech mit dem Server. Das kann gut sein, dass, ja. Dass nicht Schuld der Software war, dass es so schlecht föderiert hat für uns, sondern dass irgendwie der Server langsam war. Das ist dann ja auch irgendwie eine Komponente, die beim Deployment dieser Dienste eine Rolle spielt. So, ja. Genau, Funkwhale. Kennt jemand von euch Funkwhale? Da sehe ich ein paar Hände. Ja, das, der Name ist ja schon ein bisschen sprechend so. Mich hat das total interessiert, weil es, also es ist eine Plattform, um Audio abzuspielen. Was benutzt man denn heutzutage? Last.fm oder so vielleicht? Irgendwie, das wäre so ein bisschen die Entsprechung. Man kann dort ne, Musikalben hochladen und sie sich anhören. Und als ich noch jung war, habe ich für sowas Jamendo benutzt. Kennt jemand von euch Jamendo noch? Ja, ein paar Hände, genau. Das war auch so eine ähnliche, also eine Plattform für diesen Use Case. Und damals, als ich in der Schule war, zumindest irgendwie ganz stark gefokust auf so Creative Commons Musik. Also viel meines Musikgeschmacks irgendwie wurde da geprägt. Und das führt jetzt dazu, dass Leute meine Bands immer nicht kennen und umgekehrt. Das ist ein bisschen schräge Situation. Na gut, auf jeden Fall so ein Jamendo. Also Jamendo wurde dann irgendwie später verkauft und ist jetzt sehr kommerziell geworden. Man kann da Musik irgendwie kommerziell lizenzieren und so. Gefällt mir nicht mehr. Aber vielleicht ist ja Funkwhale eine neue Alternative dazu. Und tatsächlich ging es mir so beim Durchklicken, es war relativ schwierig, da irgendwie Content zu finden, der mich ansprach. So. Es gibt den Versuch, da irgendwie Genres abzubilden auf Alben und so. Aber manchmal habe ich auch richtig gute Sachen gefunden. Also zum Beispiel dieses Album, nachdem ich das gefunden habe, habe ich das irgendwie zigmal gehört und das gefiel mir extrem gut. Und das ist halt eine Creative Commons Künstlerin. Und vielleicht ist das so ein bisschen dann der Trick, dass man da dann wieder Word of Mouth braucht, um so Musikempfehlungen auszusprechen, dass das da die Plattform selber nicht alleine leisten kann. Genau, ansonsten, wenn man da erstmal ein Album findet, ist das Interface halt nicht so kompliziert. Irgendwie kann man sich ganz gut zurechtfinden. Hier sind nochmal Statistiken von der Instanz, die wir da gefunden haben. Also da sind wirklich viele, viele tausend Stunden Musik hochgeladen mittlerweile von vielen Artists. Teilweise ist uns aufgefallen auch von, also da wird auch Content hochgeladen, der lizenztechnisch nicht dahin passt. Ne? Open.audio ist eine, auch so eine Instanz, die vor allem für Creative Commons Musik da ist. Und manche nehmen dann einfach irgendwelche Alben und laden sie da hoch und verstehen das nicht. Und dann muss man das reporten. Das ist, denke ich, ein allgemeines Problem so auf föderierten Plattformen, dass man da irgendwie ein Moderating-Team braucht. Genau. Pico hat das mal ausprobiert, hat da ein Album angelegt mit Musik. Das ist ja ein weit gefasster Begriff. Ne? Das ist, genau, das ist noch eine andere Software, die Funkwhale anbietet. Man kann nicht nur Musikalben anlegen und abspielen, sondern auch Podcasts. Also das ist jetzt ne, kein Musikalbum, sondern ein Podcast, der mehrere Episoden hat. Und auch Pico zum Test mal eins angelegt. Und dann kriegt man richtig einen RSS-Feed daraus und so. Das ist eigentlich ziemlich fancy. Ja, ich war richtig blown away, wie einfach das war. Das einfach angelegt und dann bums, konnte ich auf dem Smartphone das empfangen. Das war erstaunlich. Also, wenn mal jemand eine irgendwie Low-Effort-Möglichkeit sucht, einen Podcast zu hosten, wäre das vielleicht ein Tool der Wahl. Hier noch, das ist nochmal ein Musikalbum. Ach so, genau. Das ist der Vergleich, wie ein Album, das man anlegt, dann wieder aus Sicht von Mastodon aussieht. Das seht ihr auf der linken Seite. Ja, da ist dann der Post, der quasi diesen Track enthält. Und da ist dann auch richtig, also offenbar hat Mastodon da ein bisschen Support für eingebaut, weil man sieht dann irgendwie einen Player und kann da draufklicken. Als wir das probiert haben jetzt in der Vorbereitung, hat das eigentlich nicht funktioniert. Wenn man auf Play klickt, ploppt irgendwie ein Fehler auf. Das ist noch nicht ganz fertig und nicht ganz stabil offenbar. Genau, insofern gibt es da ein bisschen Federation-Punkte von uns abgezogen, während die Usability für uns prima war. Vielleicht braucht man ein bisschen mehr Features, um irgendwie
Dinge zu finden, die den eigenen Geschmack treffen. Aber das ist dann halt so auch Algorithmus-Geschichte wieder, ne? Ist ein bisschen schwierig zu lösen. Ja, das war unser Fazit zu Funkway. Es geht weiter mit Write Freely. Oh. Ja, das einfach direkt mal mit den Fragen los. Wer von euch hat schon mal Write Freely verwendet? Wer von euch kennt Write Freely? Wer von euch kennt Write Freely nicht? Okay, cool. Write Freely, da geht's um Blogs. Das sind also so richtig klassische Blogs, nicht Mikroblogging, sondern Makroblogging. Und es ist so schön minimalistisch. Ich liebe das sehr. Es ist extrem leicht aufzusetzen. Wir verwenden Markdown. Das Styling ist via CSS. Das heißt, ihr könnt eure Blogs unterschiedlich dem Styling machen. Und das, was ihr hier seht, das ist wirklich das ganze Interface. Also das Menü lässt sich natürlich noch aufklappen. Das ist jetzt das aufgeklappte Menü. Und das ist, ja, man will halt einfach Zeug schreiben und nicht irgendwie jetzt noch drüber nachdenken, ob man eine Katze ist oder nicht, was man vielleicht an anderen Stellen machen möchte. Write Freely hat auch Hashtags, hat RSS, also die Hashtags sind auch Fediverse weit, das heißt, man kann dann tatsächlich auch seine Blogposts Fediverse weit finden lassen und das sieht dann zum Beispiel so aus. Also das ist jetzt ein Blogpost, den ich auf dem Kanal Fedivoyage geschrieben habe, der den Titel hat und noch einen anderen Text. Aber das wird jetzt gerade von Mastodon aus gesehen. Und ihr seht, es ist Titel, Link und es ist kein Text. Was ihr vielleicht daran schon seht, ist dieser Blog heißt Fedivoyage, dieser Blog heißt Pico. Das sind zwei Kanäle von meinem Account, der auch Pico heißt. Das heißt, auch hier haben wir wieder diese Unterscheidung. Auf der einen Seite sind es die Accounts, auf der anderen Seite sind es mehrere Kanäle, die man dann sich extra noch anlegt. Wenn ich jetzt auf Mastodon auf diesen Blogpost reagiere, weil das ist ja für mich, auf Mastodon sieht das ja einfach aus wie eine Nachricht mit einem Link, dann kriegt die Person auf Write Freely diese Nachricht. Aber was man sich vorstellen könnte, dass man die irgendwie noch als Kommentarsektion unten dran an dem Blog hat, das ist nicht so. Das ist vielleicht auch beabsichtigt, weil sonst würde man ja wirklich auf seinem Blog irgendwie nicht richtig die Kommentare auslesen können. Das ja, ist eine gewisse Entscheidung. Man hat Stats. Also wie oft man gesehen wird, natürlich auch wie viele Follower man hat und wer so seine Subscriber sind, da ist noch so ein bisschen ein Bug drin, das ist auch, glaube ich, aktuell. aber was man halt so sehen will. Es gibt eine zweite Makroblogging-Software im Fediverse, die heißt Plume. Und da ist die Geschichte, dass die gerade nicht mehr aktiv entwickelt wird und auch auf der Webseite von Plume, auf der offiziellen Webseite, wird empfohlen, ach, nehmt doch Write Freely, weil das ist aktiv und aktuell. Wir haben, oder ich glaube ich, warst du dabei bei Plume? Dann habe ich alleine noch mal Plume ausprobiert und fand das auch sehr schön clutter-free. Also das hat mich auch, es war ein schön minimalistisches Interface, sah ein bisschen anders aus, ist aber, ja, war auch angenehm. Fazit zu Write Freely. Sehr gut zu verwenden, aber das ist halt, weil ich wirklich Minimalismus sehr gerne mag. Federation hat meistens sehr, sehr gut funktioniert. Eben die Frage, wie sehr man öffentliche Kommentare haben will und so weiter. Es ist wie die andere, also wie auch Bookworm oder PeerTube wahrscheinlich auch, kein so gutes Fenster ins Fediverse hinaus, sondern mehr so eine Sache, wo man eine bestimmte Art Inhalt hat und aus dem Fediverse auch da reingeguckt werden kann. Ja, dann gebe ich mal weiter an Henry für Lemmy. Wieder die übliche Frage, wer von euch hat schon mal Lemmy benutzt? Vielleicht so 10 Leute ungefähr? Alles klar. Lemmy ist, was man einen Link-Aggregator nennt. Also es ist ein Reddit-Klon. Und das Interface sieht auch
dann relativ vergleichbar aus. Ich habe hier mal eine große Instanz aufgemacht und irgendwie so die aktuellen Top-Posts gehabt. Das heißt, ne, man kann da üblicherweise entweder Links als so Kern-Content oder ein Bild. Und da können ganz viele andere Leute darauf kommentieren. Und dann steht so ein Kommentarbaum. Und man kann diese Submissions hoch und runter voten. Also eine ganz andere Art der Diskussionskultur, als man das sonst so kennt, wenn man einfach für sich stehende Posts schreibt und darauf kommentieren kann. Auf Lemmy ist das dann in sogenannte Communities unterteilt. Da kann man ein bisschen nach eigenen Interessen filtern. Irgendwie oben rechts in der Box seht ihr zum Beispiel Communities wie Wissenschaft, Köln oder Fahrrad zum Beispiel. Das sind da offenbar schnell wachsende Communities auf dem Server. In dem Fall ist das fedit.org, eine deutschsprachige Lemmy-Community. Unsere ursprünglichen Accounts haben wir gemacht auf fedit.de. Aber als ich davon Screenshots machen wollte, haben wir festgestellt, dass das irgendwie gerade nicht so gut lud. Und nach ein bisschen Recherche war dann klar, dass da irgendwie den Admins der Bildspeicher vollgelaufen ist und sie es nicht gefixt bekommen haben, irgendwie den Server wieder zu reparieren. Und dann sind Leute umgezogen auf eine andere Domain, wie das so manchmal zu passieren scheint. Lemmy ist insbesondere, also ich fand bemerkenswert daran, dass es da auch richtig viele mobile Clients für gibt, wenn man es auf dem Smartphone benutzen will. Und die Clients haben alle die cutesten Logos ever. Ja, das hat mich sehr glücklich gemacht. Als wir Lemmy ausprobiert haben, war das auch gerade so mitten in der Phase von einem Reddit-Exodus, weil sie ihre API Terms of Conditions geändert haben und externen Clients nicht mehr kostenlos erlaubt haben, die zu benutzen. Und woraufhin viele Leute sagten, okay, dann gehen wir jetzt woanders hin. Insofern war das, glaube ich, genau die richtige Zeit, Lemmy auszuprobieren. Kann mir vorstellen, dass das mittlerweile wieder ein bisschen abgeflacht ist. Aber genau, existiert auf jeden Fall weiter. Hier ist unsere Fazit-Slide mit zwei Accounts, die leider nicht mehr so gut funktionieren. Deshalb haben sie einen Grabstein dahinter. Föderiert im Grunde prima. Man kann so Top-Level-Posts wiederum von Mastodon angucken oder so. Das Problem ist nur, dass dann nicht immer alle Kommentare darunter sichtbar sind. Ne? Ihr kennt das vielleicht von, also wenn ihr von Mastodon aus irgendwie kleinere Instanzen anguckt, dann braucht man erstmal so einen initialen Sync zwischen denen, dass die überhaupt Kommentare hin und her schaufeln, damit man die da sehen kann im eigenen Client. Und bei Lemmy ist das halt auch so. Und das führt manchmal dazu, dass da nur so einzelne spärliche Kommentare drunter hängen. Und das ist dann eine bisschen komische Erfahrung dadurch. Da muss man dann eigentlich von Lemmy aus drauf gucken. Deshalb 4 von 5 Föderationssterne. Usability hingegen hat da sehr gut funktioniert. Das ist übersichtlich. Und da waren wir ganz happy mit. Und haben genau da echt irgendwie die Wochen viele Memes auf Lemmy-Instanzen angeguckt. Zurück zu Pico mit Friendica. Ja, okay. Wer von euch hat schon mal Friendica benutzt? Wer von euch hört dieses Wort gerade zum ersten Mal? Wow, okay, cool. Friendica soll Facebook imitieren. Und Friendica versucht deswegen sehr, sehr viel, was dazu geführt hat, dass ich diesen Abschnitt über Friendica unter die Überschrift stelle, Verlorenheit und Überforderung. Denn das war unser Gefühl. Es ist, diese Software will viel und braucht viel Einarbeitung. Und das hat so ein bisschen zu, so eine Überlegung über diese Softwares allgemein geführt. Im Computerspiel, im Computerspielprogrammierung gibt es den Begriff der Affordancy, also der Affordanz. Das ist das, was eine Software einem so an Interaktionen anbietet. Also so ein Stuhl hat die Affordanz, dass man sich gut draufsetzen kann und dann machen das Leute. Und diese unterschiedlichen Plattformen haben unterschiedliche Verhaltensweisen oder Interaktionsweisen, die sie euch bringen. Zum Beispiel Mastodon ist gut für so lustige Sprüche raussenden, was Kurzes, kurze, knappe Informationen, manche kurze Gespräche, mal Links oder Neuigkeiten irgendwie mitteilen. Ist schon ein bisschen Freundeskreis, aber man kann auch so ein bisschen allmählich neue Leute kennenlernen. Und es macht auch irgendwie trotzdem Spaß, wenn man noch niemand oder noch nicht viele Leute kennt.
Pixel fehlt auf der anderen Seite. Klar, Bilder posten. Und da ist so ein bisschen, merkwürdiger, wenn man in Interaktion tritt mit jemandem, den man nicht kennt. Also wenn jemand auf Mastodon irgendein Bild von mir liked, das ich da gepostet hat, dann fühlt sich das irgendwie weniger verletzlich an, als wenn ich das auf Pixelfeed mache. Und ganz anders bei Lemmy, also und den anderen Reddit-Klonen, wo man das Gefühl hat, man trifft eigentlich nie irgendwen, den man schon kennt und unterhält sich halt mit seinen Freunden, sondern man ist total in so einem wirklich öffentlichen Marktplatz und spricht über die Sache, über ja, die Gegenstände. Und Friendica ist tatsächlich eher so ein, ich habe hier meinen Vorgarten und zeige euch meine Blümchen und zeige so ein bisschen mich selbst als Person und nicht so sehr, ich gehe in wirklich einen inhaltlichen Austausch oder in so eine Kommunikation. Das kann aber auch, also diese Perspektive, die wir da darauf haben jetzt, das kann aber auch daran liegen, dass wir nicht viel Zeit auf diese Software verwendet haben. Wir waren halt eine Woche, wir haben die intensiv verwendet, aber Friendica ist so groß und will so viel und bietet einem so viel an, dass das vielleicht einfach zu kurz ist. Und dass es vielleicht mehr Spaß macht, wenn man wirklich einen ganzen Freundeskreis da hat und eben nicht nur zwei Leute, die noch auch weitere Probleme hatten, das kommt dann gleich. Friendica will viel. Es gibt viele Settings. Ich habe euch hier ein paar aufgezeichnet. Den interessantesten finde ich den großen unten, nämlich wie oft sehe ich die Posts von irgendeiner Person. Also es gibt ja Leute, die ganz viel schreiben und Leute, die relativ selten was schreiben und dann gehen die Selteneren total unter. Und das ist ganz cool, das sowas einstellen zu wollen. Also viele, viele Ideen und Features. Leider hat sich's manchmal ein bisschen nicht ganz fertig angefühlt. Das heißt, teilweise ziemlich buggy. Was aber auch besonders interessant für unsere Perspektive war, die Föderation. Das schreibt Carsten Radatz da jetzt in dem unteren Post. Talks to all things Fedi. Also schafft es tatsächlich oder versucht wirklich mit allen Fedi-Softwares, mit allen, die dieses ActivityPub-Protokoll implementiert haben und ich glaube sogar noch mehr, eine Kommunikation möglich zu machen. Und das seht ihr auch an diesen beiden Screenshots, weil da seht ihr auf der linken oberen Ecke ein kleines Mastodon-Logo. Das heißt, das ist mein Account auf Mastodon, der schreibt First Friendica Impression. Darunter, die Antwort, ist von Friendica. Das seht ihr an dem kleinen Friendica-Logo da oben. Das hat aber auch teilweise nur bedingt funktioniert, weil zum Beispiel wir zwei waren auf zwei unterschiedlichen Friendica-Instanzen und haben es nicht geschafft, uns zu befreunden. Das war ein bisschen traurig. Interessant dazu zu nennen ist Hubzilla. Das ist ein Fork von Friendica und die Leute, die das verwenden, finden das wahrscheinlich viel, viel besser als Friendica. Wir haben das nicht ausprobiert. Wer von euch hat schon mal Hubzilla verwendet? Cool, eine Person. Wer von euch hat schon mal vor dem Abend heute von Hubzilla gehört? Okay, nicht null. Das kommt, das bringt uns zu einem Fazit zu Friendica. Usability leider nur 2 von 5, weil viele, viele Bugs und wow, krass. Aber Federation war cool, war super interessant. Kommen wir zu Cayman. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen Tempo machen. Wer von euch hat schon mal Cayman benutzt? Das könnte... Oh doch, ich sehe eine Hand. Alles klar. Na gut, wir sind noch nicht bei null. Wir werden immer obskurer. Cayman ist noch so ein Lemmy, so ein Reddit-Klon. Da können wir inhaltlich deshalb schnell durchgehen. Interessant fand ich nur, dass als wir Screenshots dazu machen wollten, sah unsere Instanz so aus. Also auch etwas, was temporär existiert im Internet offenbar und dann wieder verschwindet. Das ist das Software-Repo von Cayman. Das wurde irgendwie seit 7 Monaten nicht mehr angefasst. Und die offizielle Webseite, die da verlinkt wird, sieht so aus gerade. Insofern, wir haben eine Cartoon-Grafik gefunden, die so ein paar Fediverse-Avatare enthält. Und da ist in der Ecke so ein Grabstein mit Cayman-Logo drauf.
Und ihr seht da aber auch drüber diesen dreieckigen Luftballon. Das ist nämlich daraus wieder emporgegangen wie ein Phönix aus der Asche oder so ähnlich. Das ist das MBIN-Projekt. Das ist wiederum ein Fork. Und da haben sich offenbar Leute gefunden, die nach wie vor K-Bin so gut fanden, dass sie es weiterfliegen wollen, anders nennen und dann für sich wieder weiterfliegen. Hier ist eine MBIN-Instanz, die gerade größer ist. Das Interface ist vergleichbar zu Lemmy. Hier nennen sie es nicht Communities, sondern Magazines, was ich eigentlich auch ganz schön und poetisch fand und so ein bisschen diesen Technik-Sprech daraus nimmt irgendwie. Dann kann man halt ein Magazin zu dem Thema durchblättern, das einen interessiert, und da ist dann Kram drin. Genau, hier sind ein paar Beispiele von Magazines, die es gibt. Und da komme ich jetzt auch einfach direkt zum Fazit. Das war von der Usability für uns sehr gut. Genau, ich glaube, ich habe da nie einen eigenen Account gemacht. Ich habe immer nur gelesen. Weiß nicht, ob du da mal was geschrieben hast, Pico, auf K-Bin damals? Bisschen, ja. Ja. Ach stimmt, wir haben versucht, einen Nomic zu spielen, ne? Das in war einer auf Lemmy. Community. Ich glaube, wir haben auf Lemmy Nomic gespielt und dann versucht, auf K-Bin es wieder zu verwenden. Weil die Softwares so ähnlich sind, weiß man manchmal gar nicht, ist man jetzt gerade auf K-Bin oder auf Lemmy, weil die einfach super ähnlich und gut miteinander funktionieren. Also das ist ganz viele Sachen, wo man, wenn man mit K-Bin Sachen angeschaut hat, merkt man, oh, das ist ja ein Lemmy-Server. Genau, und bei der Federation gibt es da das gleiche Problem, dass wenn man von Mastodon guckt, fehlen einem die Kommentar-Threads manchmal. Ja. Weiter zu Flohmarkt. Flohmarkt. Wer von euch hat den Camp Talk über Flohmarkt gesehen? Okay. Wer von euch hat schon mal Flohmarkt benutzt? Also diese Federation-Software? Okay. Wer von euch hört das davon jetzt gerade zum ersten Mal? Cool. Ja, Flohmarkt, wie es so, also ja, man sich schon denken kann, ist ein soll Kleinanzeigen ermöglichen. Das heißt, man kann seine Sachen da anbieten und denen dann auch schreiben. Das Schöne ist, dass man das, zumindest praktisch die Anfragen, kann man von Mastodon aus stellen. Um was anzubieten, also wenn ich jetzt selber Moos habe, das ich verkaufen möchte, muss ich mir einen Flohmarkt-Account klicken. Aber um jetzt dieses Moos hier zu erwerben, kann ich einfach meinen Mastodon-Account verwenden. Das ist cool, auch wenn es da noch ein paar Bugs gibt. Es wird aktiv entwickelt. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen Call to Action an euch. Verwendet das, weil das ist cool, sowas zu haben und da von diesen großen Plattformen wegzugehen. Und das ist jetzt, glaube ich, sogar das Letzte. Mobilizern. Da an die Frage, wer von euch hat schon mal Mobilizern verwendet? Wer von euch ist der Meinung, dass es eigentlich Mobilisons ausgesprochen wird? Wer von euch ist immer versucht, immer Mobilizon zu sagen? Okay, wer hört gerade diese Wörter zum ersten Mal? Okay, cool. Das ist ein Klon für Meetup. Das heißt, da geht es darum, Veranstaltungen zu organisieren und ja, anzukündigen, anzumelden, darüber zu diskutieren. Es gibt RSS-Feeds, es gibt ICS-Files, die man runterladen kann. Das sieht dann so aus, dass man auf einem entsprechenden Server diese unterschiedlichen Sachen sieht. Die Föderation war immer ein bisschen buggy, als wir das ausprobiert haben. Zum Beispiel sind Nachrichten von Mastodon auf dem Server nicht aufgetaucht. Das kann natürlich wieder der Server selber sein. Aber vielleicht funktioniert das inzwischen und es ist tatsächlich explizit genannt, dass man sich von Mastodon auf diesen Events anmelden können soll. Diese Events haben ein so ein bisschen Steckbrief und sehen von Mastodon aus so aus. Das heißt, da haben wir wieder wirklich nur den Titel und einen Link dahin und der Link bringt einen dann auf die Mobilizon-Website. Auch da ist ein Grabstein, das heißt, mein Mobilizon-Server hat sich ist jetzt nicht mehr. Bei so Events ist natürlich vor allem interessant, wo sind die? Es gibt vor allem Bremen und Rhein-Neckar-Gegend, gibt es das? Eventuell noch Berlin, da habe ich jetzt gerade nicht genau nachgeschaut, ob die aktiv ist. Und ganz viel in Spanien. Und, oh ja, und allgemein über Deutschland verteilt, OSM-Meetups werden da ganz viel verwendet.
Und auch da ist so genauso wie der Flohmarkt, verwendet es. Das ist coole Software, da gibt es ganz viele Server, wo ihr einfach reingehen könnt und ja, die auch Spaß machen. Benutzt das und schreibt auf Mastodon drüber, damit sich da Leute ja, anmelden. So, das ist jetzt das Letzte. Das ist eher ein Blick in die Zukunft, würde ich sagen. Haben wir nicht ausprobiert, aber so langsam kommen Services, die Kurzvideodienste darstellen, also sowas wie TikTok. Biko verfolgt das gerade ganz interessiert, ein Ding namens Loops, loops.video, das ist von den gleichen Leuten, die auch Pixelfed bauen. Und die haben jetzt so einen ominösen Countdown, wenn ihr auf diese Webseite geht, weil die irgendwie einen Public Launch dann machen wollen. Ich nehme an, das wird Open Source sein, genau, weil die haben sich entschieden, da noch ein bisschen das zurückzustellen und mal gucken, was dann in ein paar Tagen passiert. Das läuft noch, während dieses Event stattfindet. Und etwas, was schon existiert, was in die Richtung geht, ist Witzi. Ist auch in den Babyschuhen, würde ich sagen. Das gibt's aber schon, kann man sich angucken. Und also genauso wie diese beiden Dinge, sicherlich auch innerhalb der letzten anderthalb Jahre hat sich total viel entwickelt in dem Bereich. Dieser Baum hier stellt ja nur so einen Ausschnitt aus und ist nicht unbedingt vollständig. Das heißt, da können jetzt auch die ganze Zeit noch mehr Sidebranches rauswachsen. Dann kommen wir einfach zum Fazit, Pico. Ja, was uns aufgefallen ist, dass wir überall neue Accounts gemacht haben. Das heißt, manchmal haben wir überlegt, wäre das nicht eigentlich eher ein Interface, also irgendwie ein anderer Mastodon-Skin und nicht so sehr ein eigener Account. Uns ist aufgefallen, dass die Föderation wirklich sehr, sehr langsam ist. Das heißt, wenn ihr sowas selber machen wollt, macht es, schnappt euch ein paar Freunde. Es macht wirklich, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Habt Geduld für die Föderation. Aber ja, habt euren Spaß da. Eine Sache ist noch, dass es freie Software ist. Das heißt, falls ihr auch bei Mastodon merkt, hier ist was buggy, hier hätte ich gerne was anders, dann schaut mal, ob es das Issue gibt oder macht ein Issue auf oder codet mit. Das ist, ja, wir arbeiten hier gemeinsam an einer Utopie außerhalb von eben diesen riesigen Konzernen. Und so zum Abschluss haben wir noch eine Entschuldigung für alle Leute, die unsere Handles jemals im Fediverse suchen werden. Uns gibt es jetzt ein paar Mal. Sorry. Genau, dann haben wir ein Tschüss bis, ja, bald.